So, ich lese das Kamerahandbuch Canon EOS 700D, Ihre Kamera im Praxiseinsatz. Und zum Handbuch gehört eine Kamera. Das ist die hier. Und ich habe zu der Kamera zwei Zoom-Objektive. Das ist das mitgekaufte 18 bis 135 mm mit Image Stabilizer. Damit bin ich sehr zufrieden. Früher hat man immer von Objektiven mit so großem Zoom-Bereich abgeraten. Das gefällt mir hier sehr gut. Auch wenn ich mir überlege, was so ein Objektiv kostet, mit dem hier gerade gefilmt wird, finde ich das ziemlich gut. Und da ist ein 10 bis 18 mm Weitwinkel drauf. Das finde ich auch sehr gut. Im Grunde genommen finde ich das 10 bis 18 mm Weitwinkel noch besser als das hier. Das hat so ein bisschen was von 0815. Das ist ein ziemlich extremer Weitwinkelbereich, auch noch mit einem Weitwinkelzoom dabei. Und das macht wirklich schöne Bilder. Deshalb habe ich das auch permanent auf der Kamera momentan drauf. Ja. Ich lese jetzt einfach mal weiter. So. Startklar für die ersten Aufnahmen. Zwei Dinge müssen Sie vor Ihren ersten Aufnahmen mit der EOS 700D noch erledigen. Zunächst einmal sollten Sie den Akku mit Hilfe des beiliegenden Ladegerätes vollständig aufladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladelampe gelb. Bei einem vollständig geladenen Akku leuchtet das Lämpchen neben Full grün. Zudem benötigen Sie eine SD-Speicherkarte, die nicht zum Lieferumfang gehört. Bei höchster Auflösung und bestmöglicher JPEG-Qualität ist ein Foto je nach Motiv im Schnitt zwischen 6 und 7 Megabyte groß. Auf eine 8 GB Speicherkarte passen damit ungefähr 1000 bis 1200 Fotos, im RAW-Format rund 300 Bilder. So, Schritt für Schritt, Vorbereitung für den ersten Einsatz. 1, Objektivschutz entfernen, das ist das hier. Hier kann man dran drehen. Zack, weg ist der Objektivschutz. Man hat ein hoffentlich sauberes Gewinde, das ist sauber. Die Kontakte. Man sieht die erste Linse. So. 1. Objektivschutz entfernen. Das Objektiv ist an beiden Enden durch Objektivdeckel gegen Schmutz und manuelle Beschädigung geschützt. Hier ist der zweite Objektivdeckel, das ist hier vorne. Tada. Ja. So richtig sauber geht anders, geht aber noch. Ich mache das immer mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch, das ich auch für Teller zum Spülen benutze, sauber. Da weiß ich, dass regelmäßig genug Wasser dran war. Und ehrlich gesagt, von Toastresten verkratzt das auch nicht. Von daher nehme ich am liebsten meine Mikrofaserspultücher. Also, das Objektiv ist an beiden Enden durch Objektivdeckel gegen Schmutz und manuelle Beschädigung geschützt. An der Vorderseite befindet sich der klassische Objektivdeckel, der immer aufgesteckt bleiben sollte, wenn Sie die Kamera nicht benutzen. Hier ist auch einer drauf, sehe ich gerade. Auf der Rückseite befindet sich ein weiterer Schutzdeckel, den Sie mit einer Vierteldrehung nach links einfach abnehmen können. Nach dem Entfernen sollten Sie das Objektiv möglichst schnell auf die Kamera aufstecken, um Verschmutzungen zu vermeiden. Wenn Sie mehrere Objektive besitzen, dann sollten
die jeweils ungenutzten Objektive immer mit dem Schutzdeckel geschützt werden. Ein ähnlicher Deckel befindet sich auf der EOS 700D selbst und dieser muss vor dem Aufstecken des Objektivs natürlich entfernt werden. So, dann kommt das Objektiv aufsetzen und nur um zu zeigen, dass ich die Kamera schon mal benutzt habe, wechsle ich jetzt einfach mal das Objektiv. Also, hier ist ein Objektiv drauf. Das soll drauf, als erstes Deckel ab. So, dass man das sieht. Deckel ab. Dann Objektiv ab. Direkt Deckel drauf. Und dann Objektiv drauf und ich habe das Objektiv gewechselt und ja. Da kommt noch ein Bild raus. Das sieht sogar ziemlich gut aus. So. In den Anbetracht der Objektiv aufsetzen, kann ich mal vorlesen. Also, Objektivschutz entfernen, Objektiv aufsetzen. Es gibt zwei unterschiedliche Canon-Objektivsysteme, beide sind mit ihrer EOS 700D kompatibel. EFS-Objektive verfügen über eine weiße Markierung an der Seite, das sind beides EFS-Objektive, da sieht man auch die weiße Markierung. Hier ist die. Die sind ein bisschen leichter und billiger. Wie gesagt, auf der Kamera gefallen mir die auch deutlich besser. EFS-Objektive verfügen über eine weiße Markierung an der Seite und eine ähnliche weiße Markierung findet sich am silbernen Bajonettring der Kamera. Das ist nicht Silber, das ist Stahl, aber egal. Setzen Sie das Objektiv so an, dass sich die beiden weißen Punkte decken. Drehen Sie das Objektiv von vorn betrachtet nach rechts, bis es auf der Kamera einrastet. EF-Objektive haben anstelle des Weißen einen roten Punkt, der sich ebenfalls auf dem Kamerabajonett befindet. Das Einrasten funktioniert bei diesen Objektiven auf die gleiche Weise. EFS-Objektive wurden speziell für sogenannte Crop-Kameras wie die EOS 700D entwickelt. Sie verfügen über einen kleineren Bildkreis, der genau auf die kleineren Sensoren dieser Kamera zugeschnitten ist. EF-Objektive sind hingegen optimal auf Kameras mit Vollformatsensor wie etwa die Canon EOS 700, EOS 5D Mark III abgestimmt. Sie funktionieren aber auch an der EOS 700D. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie ab Seite 158. Wie gesagt, diese billigeren, deutlich leichteren und wenn man eine Kamera mitnimmt, ist das wirklich ein Argument. Objektive gefallen mir auf der Kamera hier besser als die Vollformat-Objektive von Canon, die deutlich größer, schwerer und teurer sind. So, als nächstes kommt dann 3 Autofokus und Bildstabilisator aktivieren. Ich bin jetzt bei 10 Minuten angekommen und deshalb reicht das jetzt für heute. Tschüss.